Hallo, willkommen zu Folge 144 meines SweetDweez Infinity Evolved Expertenmodus Let's Plays. In der letzten Folge haben wir unseren Blattalter auf Stufe 5, auf Tier 5, aufgewertet mit den wunderschönen Beacons und 52, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, Runes of Sacrifice, die wir wunderbar gecraftet haben. Und wir haben außerdem mittels Steves Factory Manager eine wunderbare kleine Automatisierung gebaut, die uns immer die richtige Menge an Slates bereitstellen sollte und wird. Denn wie ihr seht, craftet er hier gerade schon neue Ethereal Slates, weil dort unten welche fehlen, weil ich gerade welche für mein zweites oder für mein hauptsächliches Projekt für diese Folge abgegriffen habe. Das erste, was ich ganz kurz aber nochmal zeigen möchte, ist, was ich gemacht habe, um unsere Mobfarm wesentlich effektiver zu nutzen. Denn bisher waren immer nur sehr, 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 sehr wenig Viecher in dieser Mobfarm. Sehr wenige. Wirklich sehr wenige. Viel zu wenige, um vernünftige Mengen an Blut zu bekommen. Und das Problem war, dass in der Oberwelt meine Fans, also meine Ventilatoren, tatsächlich immer nur bis ganz knapp vor das Portal, aber nicht bis ins Portal geschoben haben. Was ich also jetzt gemacht habe, ist, dass ich, einmal kurz Night Vision an, Conveyor Belts dorthin gelegt habe. Da hinten Conveyor Belts, die hier aus meinem Factory Reloaded. Und die schieben die Monster jetzt den letzten zwei Meterchen bis hinein ins eigentliche Portal. Und dadurch despawnen die Monster ja schneller aus der Oberwelt und damit spawnt die Cursed Earth schneller wieder neue, weil ja nur so und so viele Monster zurzeit da sein können. Und das Ganze hilft, um die Monsterproduktion gleich doppelt zu beschleunigen. Wunderbare Sache, ist auf jeden Fall sehr effektiv. Aber mein eigentliches Projekt für heute ist auf jeden Fall endlich mal den Gaia Guardian anzugreifen, zu töten und seine Geister, seinen Geist zu klauen. Und zwar brauchen wir dafür, um gegen den Gaia-Fall zu kämpfen, unser Lexica Botania und darin das Ritual of Gaia. Das können wir ganz einfach im Alphamancy-Tab finden. Den Alphamancy-Tab musste ich aber erstmal freischalten. Ich, Vollidiot, habe das noch gar nicht gemacht. Ihr müsst einmal als eine der ersten Sachen euer Lexica Botania nehmen und in das Portal werfen, wenn ihr das offen habt. Denn dann bekommt ihr überhaupt erst die Wissensmöglichkeiten dafür. Ihr könnt es zwar schon vorher machen, also ihr müsst nicht einmal das Buch da reingeschmissen haben, um das machen zu können, das ist nicht wie bei Thorncraft, aber um halt das angucken zu können im Buch, müsst ihr das einmal da reingeschmissen haben und das damit das Elfenwissen bekommen haben. Bisschen blöde, dass ich das vollkommen verpeilt habe, aber ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall gemacht. Und deswegen können wir uns hier mal ganz kurz visualisieren, wie das Ganze aussehen würde. Und ihr seht schon, wir brauchen dafür augenscheinlich ein Beacon, neuen Eisenblöcke oder generell irgendwelche Blöcke, denn es muss ein aktiviertes Beacon sein, ist eigentlich der einzige Punkt. Und weiterhin noch vier Gaia-Pylonen. Und eine ist natürlich hinter mir. Ist ja klar, da, eine ist hinter mir. So, Right-Click und ich will aber eigentlich das unvisualize. Danke. Okay, das heißt, wir brauchen vier Gaia-Pylone. Und eine Gaia-Pylone habe ich schon hergestellt, wo auch immer ich die jetzt hingelegt habe. Da, genau. Einfach nur um zu testen, ob alles funktioniert. Und ihr seht schon, ich habe hier den Altar aufgesetzt. Was ich auch noch neu gemacht habe, ist, dass ich hier Hopper dran gesetzt habe. Denn diese Dinger können immer nur ein einziges Item aufnehmen. Das heißt, ich kann da einen Hopper ranstellen, um leichter wieder an dieselben Sachen zu kommen. Und, da ich die Symmetrie nicht brechen wollte, habe ich hier ein Transvector-Interface dran gemacht, das dann an den mittleren Arcane Pedestal dran geht, sodass ich auch dort automatisch Sachen draufpacken kann. Das heißt, solange ich hier drin die richtigen Essenzen habe, kann ich Dauercraften, ohne dass ich 3 Milliarden Jahre Items verteilen muss. Das ist schon mal ganz praktisch. Nun also brauchen wir nur noch die Gaia-Pylonen herstellen. Insgesamt 4 Stück, wie gesagt. Und wir haben schon eine, weil ich die jetzt schon aus Test gecraft habe. Das heißt, wir brauchen noch 3 weitere. Und wir brauchen dazu eine Menge Aspekte, nämlich 32 Precantatio, 32 Fabrico, 32 Metallum und 32 Motus pro Pylon. Da ich schon einmal gecraftet habe, müsste bei ein paar das inzwischen fehlen. Hier ist 32, hier ist 32. Ich glaube, hier ist nicht ganz 32, genau. Das heißt, wir brauchen noch einmal Motus. Und wir brauchen bestimmt noch einmal Metallum. Ja, genau, Metallum. Perfekt. Und dann aktivieren wir den Craft. Aktivieren wir den Craft. Warum geht das nicht? Ach, weil da hinten Elementium fehlt. Okay, der scheint nicht wirklich symmetrisch sich das zu klauen. Das ist anscheinend blöde, weil ich dachte, dass der sich jetzt eigentlich symmetrisch nimmt, aber tut er augenscheinlich nicht. Bisschen blöde. Okay, unwichtig. Gut, also, ja, lassen wir das mal laufen. Kurz, so. Gucken wir uns das mal an. Denn das ist tatsächlich ein Prozess, der verhältnismäßig lange da, weil so viele Aspekte rein müssen. Das ist schon ganz witzig. Aber ich möchte den ersten gerne einmal kurz zeigen. Und dann den zweiten und dritten mache ich natürlich dann alleine. So wie ich den ersten ja auch schon alleine gemacht habe als Test.
dass auch alles vernünftig funktioniert. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, habe ich einfach eine Aufnahme schon gemacht und die gefiel mir nicht, also habe ich die jetzt dann einfach verworfen und weil ich zu faul war, mir alles zurückzucheaten und einzeln wieder neu zu machen. Oder einfach auch manuell neu zu machen, was ich auch schon manchmal gemacht habe, habe ich jetzt einfach das so gemacht, wie ich es gemacht habe. Okay, Metallum hat er wieder, Motus holt er sich jetzt auch gleich, wunderschön, da holt er es sich. Sieht so witzig aus eigentlich, dass Motus hier rausholt. Und schwupps, gut, ich wollte gerade sagen, nicht, dass er sich jetzt zu wenig holt. Dann sollte er sich gleich noch die Items nehmen. Dupdi-dupdi-du, jetzt hat er das Zeug ja fertig, also nimmt er sich die Items. Elementium einmal, dann hier eine Slate, dann da noch ein Elementium, und hier noch ein Pixie Dust, und noch ein Elementium, wieder aus dem gleichen Punkt, natürlich, ist ja klar, und dann noch ein Ethereal Slate, und noch ein Elementium aus dem gleichen Punkt, was ist denn das für ein Schrott? Und schwupps, haben wir unsere Gaia-Pylone. Und die letzten stelle ich natürlich dann wieder off-camera her, nachdem ich noch ein bisschen Elementium hier und eine Ethereal Slate, die gehörte dahin. Und das Elementium dorthin. Na dann lass uns mal loslegen. Wir haben 4 Gaia-Pylonen, wir haben ein Beacon, wir haben Iron Ingot, wir haben ein Terra Steel und wir haben ein paar Blöcke, die wir nutzen können. Das Obsidian schmeiße ich weg, denn das brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unseren Silberblock, schmeißen den hier hin. Dann schmeißen wir den Builderswan weg, den brauchen wir auch nicht. Nehmen uns unser Lexica Botania, klicken Visualize. Und machen das Teil hier hin, damit ich auch weiß, wo alles hingehört. Und dann bauen wir das Teil auf. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Silberblock. Ich mache jetzt hier Kupferblöcke hin. Und hier Silberblöcke hin. Da kann man auch Eisen nehmen, weil es hier angezeigt ist. Aber man muss es halt nicht. Es ist auch möglich, andere Sachen zu nehmen. Und dann legen wir hier Eisen rein. Habe ich das jetzt nicht richtig gemacht? Das ist doch richtig so, oder nicht? Warum aktivierst du jetzt nicht? Ach so, jetzt. Und dann Haste und dann. Na, funktioniert's? Ging das nicht so? Genau, jetzt haben wir Haste. Wunderbar. Dann als nächstes hier, ups, das war zu schnell, hier und hier und hier. Würde ich jetzt da unten Eisenblocks benutzt haben, würde er jetzt sagen Structure Complete, weil ich halt alles gebaut habe. So sagt er das nicht, weil ich halt andere Blöcke benutzt habe, als er gesagt habe. Aber das macht keinen Unterschied, es wird trotzdem funktionieren. Denn der einzige Grund, warum da unten Eisenblöcke hin sollen, ist, dass das einfach anzeigen soll, dass das Beacon aktiviert sein muss, damit das funktioniert. Also es muss tatsächlich was machen. So, und dann brauchen wir jetzt nur noch eins. Wir brauchen unseren Terra Steel Ingot, denn wie hier drin steht auch, in dem Ritual of Gaia brauchen wir Terra Steel Ingot, um das Ding anzuschmeißen. Und dann geht's los. Mit dem Shift Rechtsklick. Und die Musik ist einfach geil. Muss man übrigens mal dazu sagen. Die ist einfach nur geil. Und ich glaube sogar copyright frei. Deswegen kann ich sie, glaube ich, sogar spielen lassen. Muss nicht mal irgendwie YouTube abschalten. Weiter sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass sie in diesem Fight nicht Doppelleertaste zum Fliegen benutzen können. Das heißt also, wenn ihr irgendwas habt zum Fliegen, wo ihr Doppelleertaste drücken müsst, wie ein Angel Ring oder Draconic Armor, könnt ihr jetzt nicht fliegen. Ihr seht schon, ich kann zwar springen, aber ich kann nicht fliegen. Gut, ich habe auch nichts zum Fliegen, so. Was aber funktioniert, was ich rausgefunden habe und was ein bisschen cheaty ist, ist das Jetpack. Da kann er sich dran hindern, wir können Jetpack benutzen. Weil das eben eine andere Taste ist, deswegen funktioniert das so, dass, was halt der Code wieder mal macht. Und ja, ich weiß, ich mache gerade einen epischen Fight und rede über Code, aber hey, so bin ich nun mal. Was halt checkt, was das Ding checkt, ist, dass man halt zweimal dann da schnell die Leertaste drückt und dann blockiert es den zweiten Anschlag. Das ist alles, was passiert. Also während man im Gaia-Fight ist, prüft er, ob man zweimal miteinander die Leertaste drückt und wenn man das tut, dann nimmt er den zweiten Mal raus, sodass man nicht fliegen kann. Und dann sagt er einem stattdessen, statt die zweite Leertaste counten zu lassen und zählen zu lassen, sagt er dann einem, ey, du kannst nicht fliegen in diesem Fight. Aber sie prüfen halt nicht, ob man nicht springt oder so. Also ich kann dann auch mega hoch springen, dank meiner Darkskill-Rüstung. Aber Jetpack funktioniert auch, weil es F ist. Mit Jetpack mache ich mit F an und deswegen ist eine eigene Taste. Funktioniert. Gut, ja, aber den Gaia mit dem Jetpack anzugreifen bringt sowieso nicht viel, denn der bleibt sowieso auf dem Boden, weil man ja das normalerweise nicht fliegen kann. Und deswegen ist es ganz witzig so. Und ich habe mir fällt gerade auf, dass ich diesen blöden Boden aus Obsidian machen sollte. Und dass ich nicht mein Makro benutzen sollte, weil das zu Serverabstürzen führt. Oder nicht zu Server, aber zu kleinen Abstürzen. Habe ich ja schon mal probiert. Ja, also das ist übrigens die zweite Phase. Wie ihr schon seht, hat er sich jetzt da oben hingebaut. Jetzt könnt ihr ihn noch nicht mehr angreifen. Also ihr seht schon, ich mache keine Damage mehr an ihm. Kann ich ihn nicht mehr angreifen.
Stattdessen muss ich jetzt hier ganz gemütlich ihn, seine Monster töten. Und wenn ich das lange genug gemacht habe, dann erhebt er sich irgendwann wieder in den Boden und dann kann ich ihn da angreifen. Alter! Ich habe zum Momentan mein Regen-Amulett drin, weil ich dachte, dass es effektiver ist. Aber ich glaube, ich werde vielleicht doch wieder das Feuer-Amulett reinschmeißen, weil es nervt. Ach, eine Warded Witch. Cool. Brauchst sogar zwei Schläge, weil mein Schwert dann doch zu schwach ist, um Warded-Viecher zu töten. Klatsch! Alter! Das nervt! Und wir einfach alles sowieso wieder verbrennt, weil es hier hell ist. Klatsch! Jetzt ist er in der dritten Phase. Das ist der einzige Unterschied zwischen erster und dritter Phase, dass er sich wesentlich schneller teleportiert. Und das war's schon. Cool. Normalerweise macht er auf dem Boden übrigens auch noch so eine lilanen Pfützen, in die, wenn ihr da reinläuft, bekommt ihr Wither-Effekt. Warum er das jetzt hier nicht gemacht hat, keinen Plan. Oder zumindest nicht viel gemacht hat. Und weiterhin sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass wenn ihr aus dem Kreis rausfliegt oder so, dass ihr dann den Wither-Fight, den Gaia-Fight halt automatisch beendet. Und dass ihr normalerweise auch nicht aus dem Kreis rauskommt und ihr werdet wieder zurückgeworfen, wie ihr vielleicht einmal ganz kurz zwischendrin gesehen habt. Ich glaube, das war einmal ganz kurz der Fall. Und für diesen Fight bekommen wir jetzt unseren Epic Shader Grabback, ein Miniature Yellow Heart und 8 Gaia Spirits. Wunderschöne, wunderschöne Gaia Spirits, mit denen wir jetzt tolle, tolle Dinge anstellen können. Genau, was ich noch machen wollte als nächstes ist auf jeden Fall folgendes. Ich möchte einmal ein bisschen Obsidian bestellen. Obsidian. Denn ich will mal was ausprobieren. Das war vielleicht ein bisschen viel. Egal, wir haben unendlich. Also, who the fuck cares. Und dann möchte ich gerne das Obsidian nehmen. Und hier austauschen. Falls ihr euch wundert, warum der Server ein bisschen laggt. Ich habe einen zweiten Server jetzt gerade am Laufen. Und der macht gerade World Gen in Massen. Weil ich gerade pre-genne, damit wir den irgendwann vernünftig spielen können. Und das entsprechend ist es aber halt effektiv nicht so wirklich am Laufen gerade mit der CPU. Die ist gerade leicht überfordert. Sowieso schon. Jetzt läuft ja auch noch der Arc-Server und Jason Sleepy Server laufen ja auch noch. Und das überfordert den Server halt so langsam doch mal leicht. Aber trotzdem laufe ich jetzt einfach immer herum und mache ein bisschen Rechtsklick. Und hoffe, dass er dann irgendwann auch merkt, wo ich überall Rechtsklick habe. So, viel Spaß dabei. Das ist so witzig, wie einfach so nach und nach ganz gemütlich die ganzen Sachen aufbaut, die ich jetzt gemacht habe. Da hinten baut er ein bisschen, da baut er ein bisschen. Eigentlich sieht das viel cooler aus, wenn er einen normalen Effekt hat. Aber irgendwie ist es auch ganz schön langsam. Der Grund, warum ich jetzt alles aus Obsidian baue, ist natürlich ganz einfach. Das Ding hier. Und yay, geschafft, endlich. Jetzt muss nur noch das Vieh wieder auf und dann kann ich ihn wieder wegpacken. Und stattdessen kann ich den ganzen Kram wegbauen. Und Alter, wir haben doch ganz schön viel Obsidian gebraucht. Habe ich gar nicht gewusst, wie viel Obsidian man dafür braucht. Aber stimmt, ich musste so oft nachfüllen. So, jetzt komm, füll dich wieder auf, mein lieber Herr Wand. Es wäre sehr sozial, wenn du das vernünftig tun könntest. Und nicht irgendwie bei 98 bleibst. Perfekt, vielen Dank. Dann kannst du wieder weg. Und was ich jetzt nämlich machen kann, ist folgendes. Bumm. Achso, nicht bumm, da bumm. 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 Ich hoffe, dass ich damit die vielleicht angreifen kann. Okay, aber damit haben wir jetzt den ersten Gaia besiegt. Ist ja klar, das war der allererste Gaia-Fight. Nicht ganz der erste, muss ich zugeben. Ich habe den gleichen Gaia, also ich habe schon versucht, den Gaia in einem kleineren Raum zu fighten. Also so wie den Wither in so einem mittleren Raum. So wie bei dem Raum hier. Aber da ist er immer auf dem Dach gespawnt. Also in so einem Raum könnt ihr das nicht machen, da spawnt er immer auf dem Dach und das geht extrem auf den Senkel. Also wenn ihr das plant, selber zu machen, dann nehmt auf jeden Fall so einen großen Raum wie den ich jetzt hier genommen habe. Da der sowieso nicht rauskommt und nichts kaputt macht, ist es sowieso viel effektiver, dann den großen Raum zu nehmen. So, jetzt haben wir den Ritual of Gaia gemacht und wir haben unseren allerersten Gaia besiegt. Aber das ist uns natürlich nicht genug. Der normale Gaia gibt uns nur 8 Gaia Spirits und sonst nichts. Und während Gaia Spirits etwas sehr Sinnvolles sind und man das für ein paar schöne Sachen brauchen kann, so sind sie doch nicht effektiv genug, als dass es sich nur für sie lohnt, etwas zu tun. Zum Beispiel Globes oder Sash werde ich vielleicht noch bauen. Wobei der Planet Strider mir eigentlich tatsächlich sogar besser gefällt. Die Shards of Laputa, das Ding hier will ich auf jeden Fall bauen, das Crimson Pendant. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das bauen will, aber naja. Das Wichtigste aber, wofür wir unseren Gaia Spirit brauchen, ist für Gaia Mana Spreader
und für Gaia Spirit Ingots. Denn mit Gaia Spirit Ingots können wir einen weiteren Gaia-Boss beschwören, nämlich die Ritual of Gaia Stufe 2 Variante. Und der ist dann noch einmal ein gutes Stückchen schwerer. Der hier war jetzt okay, der war wirklich einfach, wie ihr gesehen habt. Der war angeblich auch schon schwerer als der Wither. Habe ich nichts von gesehen, keine Ahnung. Hat nur länger gedauert als der Wither, jetzt war jetzt nicht schwerer, aber naja. Wohingegen aber der neue wirklich dann schon relativ hart ist. Auch selbst für halt Modded Gear, so wie das hier und das hier. Übrigens habe ich auch schon ausprobiert, ich habe das jetzt nicht on camera versucht, aber ich habe es auch schon ausprobiert. Den Gaia könnt ihr nicht mit dem Bogen abschießen, das funktioniert nicht. Also der blockt die Pfeile. Kann ich gleich nochmal demonstrieren. Tut auch der Mark 1 Gaia, aber der Mark 2 Gaia natürlich dann auch. So, nun wollen wir uns aber erst einmal ein paar Gaia Spirit Ingots machen. Und das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal die Gaia Spirits. Und ihr seht, ich habe schon 16, weil ich halt 2x8 bekommen habe. Aber wir nehmen uns jetzt Terra Steel und 4 Gaia Spirit Ingots. Und für Gaia Spirits und machen uns daraus ein Gaia Spirit Ingot, bitte. Danke sehr. Wunderschön. Habe ich jetzt auf einmal Rotten Flash stattdessen im Inventar? Das ist auch nicht gerade schön. Will ich nicht. Ich will keinen Rotten Flash. Ich sollte da hinten Travel Anchor hinsetzen, weil ich schneller da bin, aber egal. Und vielleicht sollte ich auch nochmal Obsidian nehmen, 9 Stück. Und vorsichtshalber die Tür blockieren. Nachher treffe ich noch mit einem der Schüsse aus Versehen woanders. Das will man ja nicht. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir uns bereit für Runde 2. Ich bin mega unvorbereitet, ich habe gerade einmal Haste und Regen. Aber who the hell cares? Und ja, zweiter Gaia, natürlich auch noch andere Musik. Und Klatschi. Der zweite Gaia, diese wunderschöne Angewohnheit, euch mit der Unstable Reservoir Rod abzuschießen, wie ihr schon seht. Also diese komischen weißen Dinger da, das ist was die Unstable Reservoir Rod auch machen würde. Und er teleportiert sich von Anfang an schon wesentlich häufiger, was auch extrem nervig ist. Aber dafür ist die Musik auch noch geiler. Die erste war ja schon geil, aber die Musik finde ich noch besser. Na komm, Alter, ich komme nicht mehr ran. Ich versuche jetzt Folgendes. Achtung! Natürlich, da kann ich ihn nicht treffen, aber hier? Funktioniert das überhaupt? Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Macht ihm das überhaupt Schaden? Das haben die ausprobiert. Macht ihm das Schaden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich mache die Gaia-Pilot, dann bin ich kaputt. Alter! Du nervst! Pissgesicht! Schalte ich halt das Jetpack an. Fuck it. Komme ich überhaupt dran sonst? Da ich nicht rausfliegen kann, ist es auch egal. Komm her! Alter! Sorry für alle, die jetzt nicht klarkommen mit der Geschwindigkeit, die das Screen sich bewegt, aber ich komme selber kaum klar. Gott, der Typ nervt. Habe ich nicht was Besseres, um ihn anzugreifen? Ich hätte mir doch eine Terra Blade machen sollen. Aber jetzt begrenzt hier. Bringt rein gar nichts. Ich hätte mir eine Terra Blade machen sollen, damit ich ihn überhaupt angreifen kann. Alter Schwede. Oder ein Damaging Mana-Dingens. Mit einer Damage Lens. Das wäre auch effektiv gewesen. Ich glaube, die macht nämlich keine Damage an ihn. Alter. Statt die blöde Flash und die blöde Influence Dance oder so. Oder Boar oder so, was ich gar nicht brauche. Das Prinzip drin habe, sollte ich vielleicht lieber das machen. Alter! Ich versuche mal so ein bisschen rumzurennen. Vielleicht hilft das besser. Auch dabei, dass diese blöden Schüsse mich nicht immer treffen. Komm! Ah! Dann treffe ich dich mal. Okay, wow. Der Typ ist echt scheiße schwer zu töten. Nicht mal, weil er schwer zu töten ist, weil er viele Headbots hat oder so, oder weil er viel Schaden macht, sondern einfach nur, weil er einen ständig knockbackt. Vielleicht Knockback-Resistance wäre nicht was, was man hier braucht. Knockback-Resistance. Dann schaut euch mal an, wie ich Knockback bekomme. Die scheiß weißen Schüsse da. Oder was anscheinend auch hilft, ist so ein bisschen Strafe. So ein bisschen wenigstens. Ah! Komm her. Was geht hier? Seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. Okay. Habt meine Layouts nicht an. Seht ihr nicht, Overwolf. Chat-Nachrichten. Hört ihr auch wahrscheinlich gar nicht. Oh Gott, ist das Zeug laut, wenn ich mir gerade auf OBS gucke. Aber ich habe es nicht zu laut. Ich habe es nicht ausprobiert. Muss ich zugeben. Aber es sieht eigentlich okay aus. Wenn ich rede, ist es beim Gelben. Und wenn das in die Musik spielt, ist es so grün-gelb. Also sollte das passen. Hoffentlich. Nochmal Klatschi. Halb habe ich ihn immerhin schon. Also wenn diese Phase schon so spaßig ist, wie soll das denn erst in der letzten Phase werden? Aber ihr seht übrigens, dass es hilft, schnell laufen zu können. Und dass es hilft,
ein bisschen schräg zu laufen, denn dann treffen seine weißen Schüsse augenscheinlich wesentlich schlechter. Ja, das schreckt aber echt. Guck dir das mal an. Das ist dann ja fast einfach. Komm her! Ah. La 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 la. Komm her in das Licht. Was mich wirklich wundert, ist, dass er diese lilanen Felder nicht spawnt. Aber das liegt vielleicht daran, dass hier der Boden eingebaut ist. Das könnte sein. Was ein witziger Zufall ist. Aber ja, normalerweise würden hier überall noch lilane Felder spawnen, aber das tun sie aus irgendeinem Grund jetzt gerade hier nicht. Weiß ich auch nicht, warum nicht. Aber es gefällt mir, dass es das nicht ist. Das ist einfacher. Und Alter, die Musik ist schon zu Ende. Wir haben es lange gebraucht. Ich hätte gerne den Rekord von ihm, von dem Lied. Da müsst ihr übrigens, für den ersten Rekord müsst ihr, glaube ich, sogar den ersten Geier noch töten. Also so lange den ersten Geier töten, bis ihr den Rekord bekommt. Von seinem Song, wenn ihr den haben wollt. Alter, diese ständigen Schüsse von diesem weißen Teil nerven. Unstable Lord da. Lord of the Unstable Reservoir heißt die, glaube ich, wenn ich meinen Namen richtig in Erinnerung habe. Alter, jetzt sogar noch Poison. Poison nervt am meisten. Jetzt brenne ich auch noch, Alter. Die ganzen Witches, die hier spawnen, sind auch richtig scheiße. Ihr verbrennt bitte einfach, okay? Danke. Was ich jetzt auch nochmal ausführen will, ich glaube, dafür gibt es ein Achievement. Dafür gibt es, glaube ich, ein Achievement, wenn ich das mache. Alter! Okay, ich habe noch ein HP, aber who the fuck cares, solange ich meine Rüstung noch anhabe. Ich hoffe, das hat jetzt gezählt. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich alle meine Rüstungsteile für eine Kurzweile aus hatte. Aber dank Last Stand überlebe ich dann ja trotzdem. Sonst muss ich den Fight nochmal wiederholen mit vollem Leben. Alter, wird er mich schnell runtergezogen. Oh wow, ist sogar einfacher jetzt. So, in der Grund. Es gibt dafür jedenfalls ein Achievement, wenn man irgendwann mitten im Fight sich einmal die Rüstung auszieht. Ich frag mich jetzt aber nicht, ob ich das bekomme dafür. Vielleicht muss ich das nochmal extra machen. Vielleicht zählen die Bobble Stots auch. Was bekomme ich jetzt noch Schaden? Keine Ahnung. Okay. Gaia Spirit. Epic Shader Grabback. Eine Menge nutzlosen Loot. Und natürlich Miniature Yellow Heart, das ist klar. Von jedem großen Boss kriegt man eine Miniature Yellow Heart. Und wir bekommen Mana Diamonds, Mana Pearls, Mana Steel. Und das Wichtigste, wir bekommen, ich glaube, ab und zu mal ein Black Lotus. Ich weiß nicht, ob man den immer bekommt. Aber wir bekommen einen Dice of Fate und einen Will of irgendwas. Ihr bekommt immer, wenn ihr den zweiten Gaia-Boss tötet, einen Will und einen Dice. Wie das mit den Black Lotus ist, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Und diesen wunderschönen Black Lotus schmeißen wir hier schon mal rein. So, dann haben wir damit schon mal ein bisschen mehr Mana generiert. Wir brauchen den Scheiß sowieso nicht. Perfekt. Und dann den Will könnt ihr benutzen, wie ihr schon seht, mit dem Terra-Steel-Helm. Und bekommt dann damit Effekte. Heißt also, das ist praktisch, wenn ihr eine Terra-Steel-Rüstung habt. Wir haben keine Terra-Steel-Rüstung, also ist uns das relativ egal. Wir schmeißen einfach weg. Was uns aber interessiert, ist der Dice of Fate. Und der Dice of Fate, das ist ein sehr, sehr cooles Tool. Denn ihr habt die Möglichkeit, eines von 6 Items zu bekommen. Und ich versuche gerade nur einfach mal, ich wollte wieder so ein bisschen zurück dahin, dass ich das Setting dazu habe. So. Also mit dem Dice of Fate bekommt ihr eines von 6 Items. Wenn ihr das Item einmal habt, dann ist es an euch gebunden und ihr bekommt es auch nie wieder. Das heißt also, wenn ihr das Item verlieren solltet durch Lava oder so, dann bekommt ihr es nie wieder. Es ist dann weg. Gleichzeitig kann das auch kein anderer Spieler benutzen, denn es ist an euch selbst gebunden. Was, glaube ich, funktioniert dabei ist, derjenige, der den Dice als erstes aufnimmt, der kann ihn benutzen. Das heißt also, wenn ihr den Gaia gar nicht besiegt und ein anderer kommt rein und holt sich den Dice, dann ist das seiner. Aber ansonsten ist der Dice auch schon Soulborn, das heißt also auch, wenn, keine Ahnung, ihr eurem Freund jetzt den Dice gebt, dann wird er trotzdem den nicht benutzen können. Und ich glaube, man stirbt daran, sogar wenn man den da drin hat. Nicht sofort, aber man kriegt, glaube ich, Damage. Aber, wenn wir den jetzt mal rollen, haben wir momentan ja noch einfach frei. Es kann aber halt auch sein, dass ihr, wenn ihr den schon mehrmals benutzt habt, das gleiche Item nochmal bekommt. Aber dann bekommt ihr nicht das Item, sondern der Dice ist dann einfach weg, weil ihr das Item schon mal hattet. Also ihr bekommt das wirklich nie wieder. Einmal ein Item bekommen, nie wieder bekommen. Das heißt, ihr müsst damit echt vorsichtig umgehen oder Soulbond draufhauen oder so. Aber wir machen das jetzt einfach mal und gucken, was wir bekommen.
Und wir bekommen Angel of Death Achievement und das Eye of the Flügel. Das ist eigentlich so das, was ich am wenigsten von all den Dingern mag. Zumindest die neue Version, die sie jetzt haben. Das Eye of the Flügel ist basically ein Charged Porter ohne die Charged-Variante. Also den könnt ihr unendlich oft benutzen, um euch an einen Punkt zurück zu teleportieren. Früher konnte man damit mit einem coolen Layout sich mehrere Ziele setzen. Also dann konnte man den so halten und konnte sich dann mehrere Ziele setzen um einen rum. Wie bei einem Crafting-Halo oder so, oder bei einem Halo generell. Aber das haben sie rausgenommen. Jetzt ist es wirklich nur so, dass ihr euch damit einmal teleportieren könnt an eine bestimmte Stelle, unendlich oft teleportieren könnt an eine bestimmte Stelle. Und das ist halt ein bisschen. Könnte besser sein. Also, ihr seht jetzt übrigens, ich habe jetzt einen Schiff rechts einfach mal gemacht. So. Und wenn wir jetzt Rechtsstick gedrückt halten, können eine kurze Weile, porten wir uns dann dahin. Ich glaube, das funktioniert auch zwischen Dimensionen. Aber es funktioniert nur für ein Ziel zur Zeit. Und das ist ein bisschen. Naja, dann kann ich mir auch lieber gleich einen Nether-Porter bauen oder einen Home-Porter oder so. So wie die da halt auch. Weiß ich nicht. Ist halt nicht so wichtig, das Ding, finde ich. Ich kann es natürlich behalten. Ich muss mir überlegen, wo ich das dann hinpacke. Aber ja, mal schauen. Okay, dann würde ich aber sagen, das war es dann so gesehen sogar schon für diese Folge. Wir haben Gaia Spirits und wir haben beide Gaia Guardians schon mal besiegt. Ich gucke gerade mal, ich bin am Überlegen, ob ich den Globetrotter Sash baue, denn ich habe ja den Planet Striders und eigentlich ist mir der Planet Striders sogar lieber, denn dank dem Haste-Effekt, oder dank des Haste-Effektes, um korrektes Deutsch zu benutzen, dank des Haste-Effektes auf meinen Dark Boots und dem Haste-Effekt auf meinen Dark Leggings, oder des Haste-Effektes auf meinen Dark Leggings, bin ich ja so schon ziemlich schnell, plus eben den Planet Striders Dash. Das heißt also, nur mit Planet Striders bin ich schon so schnell wie einer mit dem Globetrotter. So und dann halt so. Und das ist eigentlich schon angemessen. Und wenn ich dann immer schneller werde, umso länger ich laufe, ist das natürlich ein cooles Nebenfeature. Aber ich glaube, ich brauche nicht noch mehr Speed. Und springen kann ich auch schon hoch genug. Denn mit dem Globetrotter Sash kann man halt auch noch 3 hochspringen. Das heißt, ich denke, ich werde mir tatsächlich für dieses Playthrough den Globetrotter Sash sparen. Vögel Tiara brauche ich auch nicht, denn das ist nichts weiter als halt ein Angel Ring mit einer bestimmten Flight Duration, also damit könnt ihr nur so und so lange fliegen. Und das brauche ich auch nicht unbedingt. Aber keine Ahnung, man kann es natürlich haben, muss man aber nicht. Und was gab es noch? Was kann man noch mit craften? Eigentlich das einzig Wichtige, was wir wirklich brauchen könnten, wäre vielleicht die Laurel Crown, aber die ist auch nicht so wichtig für uns jetzt spezifisch, weil wir Soulbound haben. Und das Crimson Amulett, das wollte ich auf jeden Fall aber machen. Genau, das wollte ich noch machen. Heißt, das können wir auf jeden Fall nochmal schnell craften. Denn unser normales Pyroclast Pendant ist halt einfach nicht gut genug. Und deswegen nehmen wir uns jetzt ein Crimson Pendant. Aha. So, Crimson. Crimson Pendant ist das hier. Und wups. Einmal bitte. Ja, ich weiß, Pyroclast Pendant habe ich doch. Naja, gut, dann gib halt her. So, Zacki Bumsti. Ein Gaia Spirit Ingot und den ganzen anderen Stuff. Und wir haben ein Crimson Pendant. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was das macht. Nämlich einfach dauerhafte und vollständige Feuerresistenz. Ganz einfach und billig. Natürlich macht das auch das Amulett, ich weiß. Aber der wichtige Unterschied ist, dass das, Crimson Pendant auch das Pyroclast Pendant enthält. Das heißt, ihr werdet auch sofort gelöscht. Und was mich halt immer extrem stört, ist, wenn ich diese Dinge anhabe, ist, dass ich die ganze Zeit am Brennen bin. Und das nervt halt irgendwann. Und deswegen will ich das nicht. Und ja, das ist halt. Regent. Noch. Ist halt ein bisschen blöd. Okay, aber damit haben wir dann auch unser Crimson Pendant und können ein paar Sachen wieder von unserer To-Do-Liste abhaken. Ich glaube, das Ding schmeiße ich einfach hier rein. Das werde ich nie wieder brauchen. Ich habe jetzt mein Crimson Pendant. Dafür habe ich jetzt wieder einen Slot hier drin frei. Ich glaube, da schmeiße ich den Nether-Porter rein. Dann mache ich nochmal schnell das Büchlein wieder weg. So, da bin ich echt am Überlegen, was ich da nutze. Vielleicht kann ich das für die Mining Dimension nutzen. Das wäre vielleicht der sinnvollste Ansatz dafür. Das kann ich eigentlich mal ganz kurz noch machen. Und, na komm. Lade. Einmal rein. Ich glaube, da. Oder für den End. Das könnte ich auch machen. Für den End. Damit ich schneller im End bin. Das ist eigentlich noch sinnvoller. In die Mining Dimension komme ich jetzt nicht schnell rein, dank des Portals mit Shift. Also, das sollte sogar gehen. Aber vielleicht in den End. Das mache ich nochmal irgendwann, dass ich das in den End binde. Und dann halt irgendwie an einer Stelle irgendwo. Keine Ahnung. Gut. Aber dann gucken wir doch mal unsere To-Do-Liste an. Terra Steel Auto Crafting habe ich. Blood Magic. Altar-Automation habe ich. Dann Diamond Beast, Draconian Builds, Milk Cake, bla 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 bla, Begonia, bla 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 bla. Gaia Fight habe ich auch abgeschlossen. Und Crimson Amulet habe ich auch abgeschlossen. Damit haben wir eine Menge mehr in unserer To-Do-List abgeschlossen. Conjuration Kette, das wäre glaube ich das nächste. Ich muss mal gerade gucken. Conjuration war das blöde Ding, wo man die Witchery-Sachen für machen musste, ne? Ja, tatsächlich ist das das. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Also, ob ich mir die Mühe machen will mit dem Brew of Living Spirit oder ob ich das cheese. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich cheese das irgendwie einfach.
weiß schon, dass man das cheesen kann. Ich muss nochmal genau gucken. Aber das wird auf jeden Fall einfacher. Ja, also, aber dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge dann hier. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wir haben 2 Gaias heute diese Folge gekillt und uns die paar Islands dafür noch vorher gecraftet. Und wenn die Folge euch gefallen hat, benutzt gerne den ganzen Stuff jetzt on screen oder hier unten diesen ganz anderen Schwachsinn da, den euch YouTube so anbietet. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. In der nächsten Folge muss ich mal gucken. Ein paar Sachen in Magie fehlen noch, ein paar Sachen in Technik fehlen noch. Ihr seht ja meine To-Do-Liste. Vielleicht kann ich mich tatsächlich mal an meine anderen Sachen da setzen, die ich da schon gezeigt habe. Conjuration Catalyst. Aber mal schauen. Wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!